Morgen, grüßt euch, servus. Die Lampe ist da. Ich habe jetzt eine komplette bestellt übrigens, also das ist jetzt nicht eine einzelne gewesen, also nur das Gehäuse, das ist alles gewesen. Auch das hinteres Innenleben von der Lampe. Bauen wir jetzt schnell hin. Dann schneide ich eine Platte zu und dann schauen wir mal, ob die erste Seitenplatte passt. Dranbleiben, bis gleich. Wo sind jetzt die Schrauben hin? Da waren doch die Schrauben dabei. Wenn euch das interessiert, warum ich jetzt hier noch eine Lampe bestellt habe, schaut euch das letzte Video an. Mir ist da ein Missgeschick passiert, drücken wir es mal so aus. Ich kann euch auch mittlerweile, wo ist die Lampe jetzt schon wieder, zeigen warum. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Hier ist die Kante. Und hier geht das so hoch und hier wieder runter. Und dieses Teil gehört hier rein. Und ich dachte, hier ist so eine Einkerbung drin, dass das Ganze reingeschoben gehört. Gehört es aber scheinbar nicht. Also wenn ich es ganz reinschiebe, ich habe es ja probiert mit etwas zu viel Gewalt. Und dann ist es natürlich gebrochen. Klump. Na, keine Ahnung, warum das so ist, also ich verstehe es nicht. Und wie wir ja im letzten Video gesehen haben, ist es nicht mal ganz dicht, also es war ein Tier drin und hat da reingeschissen in die Lampe und hat sich der Pudel wohl gefühlt. Ja, jetzt schrauben wir es mal hin. Achso, ja, eine neue Lampe habe ich, eine komplette jetzt gekauft, also komplette Lampe, also mit dem hier dabei, kostet, Amazon habe ich geschaut, kostet 12 Euro eine komplette Lampe. Ich weiß nicht, ob man dieses Gehäuse hier oder dieses, wie heißt denn das Teil eigentlich, einzeln kaufen kann, weiß ich nicht. Hey, ich habe nicht gewusst, ob man das einzeln kaufen kann, ich habe auch gar nicht danach gesucht, mir war das jetzt wurscht. Habe ich halt nur ein Ersatzteil. So. Lampe dran. Ja, jetzt hat es wieder geregnet. Ich würde gern hier mit dem Auto herfahren, aber durch das, dass es jetzt wieder geregnet hat und wir da vorne eine riesen Wasserpfütze haben, mache ich mal die ganze Wiese kaputt, wenn ich mit dem Auto herfahre. Lasse ich noch ein bisschen. Wegen am Testen geht es jetzt. Jetzt kriegen wir schon hin. Irgendwann kann ich es schon testen. Jetzt mache ich mal die Seitenplatte zuschneiden. Das war jetzt wichtig, dass ich da mal mit dem Anhänger mit die Seiten vorankomme. Und ich meine, es hält alles auf. Es hält alles auf. Erst war die vordere Platte drin. Erst war ja die drin. Muss ich mal erst die ausmessen. Also Reihenfolge war ja vorne erst die Platte. Oder? Erst war die vordere, glaube ich, drin. Genau, und die kommt zur Seite, weil auf der vorderen liegt ja der ganze Druck vom Wind und wird ja durch die Seitenplatten abgestützt. So war's. Also, erst die vordere zuschneiden. Oh ne, jetzt fängt schon wieder das Regnen an. Beeilen wir uns. Ja, habe ich jetzt falsch rumgesägt.
Normalerweise säge ich auf der Seite Denkfehler. Warum? Vor allem, ich bin ja drauf geguckt auch noch auf der Platte, die ich abgesägt. Säge nie den Ast ab, auf dem du sitzt, heißt es doch einmal. Mit der Platte ist es genauso. Also Holzfäller dürfte ich keiner werden. Es könnte böse enden. Oben passt es genau. Farbe. Kante. Farbe, Kante, Pinseln. Genau, jetzt gehört die Schnittkante mit dem Lack noch bestrichen, dass da keine Feuchtigkeit eintritt. So wie im letzten oder vorletzten Video schon gezeigt, es gibt spezielle Farbe. Aber man kann auch ganz normalen, ja, ich nehme am Zamarit, weil ich es gerade da habe, das ist einfach nur noch ein Rest, schon halb eingetrocknet. Hier kennt man jetzt übrigens, ich weiß nicht, warum das so ist, entweder sind die aus einem unterschiedlichen Werk, die untere ist jetzt heller, hellbraun, die ist dunkelbraun, fast schon schwarz. Ich weiß nicht, warum das so ist, sind die aus einem unterschiedlichen Werk, gekauft habe ich es beim Hornbach, kaufen die verschiedene, ist bei dem ausverkauft gewesen, der Preis war gleich, die lagen auf demselben Stapel drauf. Dieses Sägeblatt schneidet super präzise. Die Schiene verrutscht nicht, zumindest nicht auf den Platten. Und sie ist leise. Sie brüllt nicht gleich so los. Ich will sägen, ich will sägen. Die ist ruhig, leise und man hat ein gutes Gefühl einfach damit. Ich schaut es euch mal selber an. Link unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch an. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich bin mit der Makita sehr zufrieden. Ich habe auch, ich muss aber gestehen, ich habe jetzt halt als Tauchkreissäge nur eine, oder als Kreissäge bis jetzt nur eine Einhell noch. Die Einhell uralt schon, deswegen habe ich es jetzt mal erneuert und ist auch keine Tauchkreissäge und ich habe keine Schiene dafür. Und genau aus dem Grund habe ich es mir jetzt einfach mal gekauft und für den Preis kann man nichts Besseres kaufen, glaube ich. Platten haben wir jetzt alle zugeschnitten. Schnittkanten und schadhafte Stellen habe ich jetzt ausgebessert. Schadhafte Stellen, das klingt also blöd. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Also alles versiegelt. Grundsätzlich kann man natürlich auch ein zweites Mal drüber gehen mit dem Versiegeln. Das werde ich wahrscheinlich sogar noch machen dann. Jetzt lasse ich das erstmal trocknen, dann gehe ich später nochmal drüber. Ich weiß nicht, ob es euch also geht. Das schaut in den Videos immer so aus, als würde ich nonstop durcharbeiten und keine 5 Minuten irgendwo rumsitzen. Aber eigentlich, wie jetzt, sitze ich rum, schaue mir das alles an, wie schön das ist und überlege, wie ich weitermache. Und weil ich gesehen habe, dass auf dem Anhänger jetzt hat durch die ganzen Fichten hier ziemlich viel, wir haben, ja, was heißt viel, wir haben jetzt wieder Sturm gehabt, Wind, Regen, alles mögliche und der Anhänger ist ja bei mir draußen, ich habe ja keine Werkstatt, wo ich ihn jetzt unterstellen könnte und da arbeiten kann. Jetzt sind hier die ganzen Tannennadeln auf der Fläche drauf, auf der Ladefläche. Da hole ich jetzt schnell was, ich habe mir was Neues gekauft. Und das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, das auszuprobieren. So. Gekauft habe ich mir den hier. Einen Akkulaufbläser. Ist nur ein Bläser, ist kein Sauger.
schauen wir doch mal. So, ist das schon das Gerät? Ah ja, sehr schön. Das ist also schon das Gerät hier. Und vorne ist der Rüssel. Das war's schon. Hat man nicht mal was gehört. Akku dran. Schön handlich. Probieren wir's. Entschuldigung. Ich wollte euch den Himmel zeigen. Ja, der Himmel. Geht gut. Stufenlose Regelung. Was natürlich jetzt wenig Sinn macht. Hat schon ordentlich Dampf. 160 km/h, glaube ich, steht drauf. 160 km/h. War gerade im Angebot. Das ist der Ryobi One OBL 18JB. Ja, ich habe noch einen mit Benzin. Der soll aber den unterstützen, gerade in Bezug, weil er schnell einsatzbereit ist. Probieren wir ihn aus. Ja, nicht ganz so leistungsstark wie der andere, den ich habe, der Benziner, aber der andere hat auch 320 km/h, der hat eben nur 160 km/h. Hier unten steht es drauf, 160 km/h, wenn man es lesen kann. 18 Volt geht mit den Akkus von Ryobi. Ja. Schönes kleines Teil für mal, wenn es schnell gehen muss, ein paar Spinnweben irgendwo wegmachen, an Boden einfach mal schnell sauber machen, die Hofeinfahrt oder so, oder eben mal schnell hier beim Anhänger. Wo auch noch ganz praktisch ist und wo der Hauptgrund ist, warum ich ihn eigentlich gekauft habe, das ist für den Rasenmäher, für den Z-Master, dass ich da den immer frei pusten kann dann, dass da kein Grasschnitt drauf liegen bleibt, und ich denke, für das ist er auf jeden Fall geeignet. Ich zeigen euch mal unten, oder da verlinke ich ihn euch, könnt ihr euch anschauen. Schönes Teil, wie ich finde. Ganz praktisch. Aber bringt natürlich auch bloß was, wenn man im Ryobi-System ist, weil Akku ist nicht dabei für den Preis. Ladegerät auch nicht. Also es bringt nur was, wenn man jetzt irgendwas von Ryobi hat. Aber wirklich, das Schöne ist, die stufenlose Regelung. Man muss ja nicht immer Vollgas. Jetzt sind gerade erschwerte Bedingungen natürlich. Das Problem ist es alles nass. Bauen wir mal die erste Platte ein. Manchmal wäre so eine zweite helfende Hand wirklich praktisch. Also, meine Frau ist arbeiten, mein Sohn ist in der Schule. Hier unten hängt es schon wieder. Muss doch bloß reinrutschen. Na komm. Seine liebe Platte. Und passt doch auch.
wird es schon wieder verzogen sein, so leicht. Da komme ich nicht rein. Oben, überall bin ich drin. Jetzt probieren wir es, die Platte hier wegzutun, der Reihe. Kann ich drin reintun, vielleicht geht das. Jetzt ist mal was anderes eingefallen. Jetzt spanne ich hier den Gurt rum und dann ziehe ich es rein. Es hängt hier unten wieder ein bisschen. Das ist wie mit der Bodenplatte hinten. Das ist einfach, ja, ich weiß es nicht. Verzogen. Jetzt ist drin. So, das Ganze jetzt noch schnell oben. Es ist einfach verzogen. Es ist alles vielleicht durch einen Auseinanderbau oder über die Jahre verzogen. Natürlich, die alten Platten waren überall ausgerissen schon auf der Seite. So kriege ich es jetzt wieder rein. Aber man muss sie bloß zu helfen wissen, sage ich immer. Hier bin ich jetzt auch drin. Dann kann ich jetzt die vordere Platte einbauen. Ich habe alle Platten dran. Die vordere habe ich dran. Ich habe durchgebohrt von außen, habe die Schrauben reingetan. Ich glaube, hier schneide ich es noch ab, dann bei Gelegenheit mit der Flex. Ja, ansonsten die ersten drei Platten sind alle drin. Die Rückwand, würde ich sagen, ist so eine Winterarbeit. Die kann man unten wegbauen. Dann machen wir hier auf. Dann können wir die ganze Rückwand rausbauen. Kann ich es in die Werkstatt tun. Dann kann ich hier mit Rostschutz behandeln. Ja, ich denke, das wird das Einfachere sein, die im Winter in der Werkstatt zu machen, weil das dürfte kein Problem sein. Oben können diese U-Profile wieder drauf und die können dann hier verschweißt. Das machen wir dann in einem der nächsten Videos. Genauso wie die Rückklappe. Das sind dann eh schon die letzten Schritte. Also hier die U-Profile wieder drauf, die Rückklappe anfertigen. Ich glaube, dann war es so größtenteils. Hier die Löcher noch reinbohren für die Abdeckung, für das Dach, dass man das Gitter wieder drauf tun kann vom Dach. Und ansonsten schaut es gut aus, erst einmal. Dann natürlich hier noch die Kotflügel drüber. Die muss ich noch bestellen, die habe ich noch nicht hier. Da habe ich welche aus Kunststoff. Vorher waren welche aus Blech dran. Ich tue jetzt Kunststoff hin. Und ja, was gehört sonst noch gemacht? Eigentlich war es das. Wie lange hat er noch TÜV? TÜV hat er noch bis 7.22, also nächstes Jahr machen wir einen TÜV. Und dann müssen wir noch, das hier kommt auch weg, die Lampe müssen wir noch machen. Die neue Lampe habe ich auch da, die werden wir dann, wenn die Rückwand weggebaut ist, in der Werkstatt machen. Ja, es geht voran, wenn auch langsam. Genau. Wenn es euch gefallen hat, das Video, bitte Daumen da lassen. Lasst mir einen Kommentar da, das pusht das Video enorm. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann schauen wir mal, mit was ich da weitermache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und
Ja, also, bis demnächst. Ciao, Servus.